und herzlich willkommen zu Hollywood Boulevard. Warm anziehen sollte sich übrigens auch Evangeline O'Hara. Wie die Polizei erst jetzt bekannt gegeben hat, wurde die Sängerin und Hollywood Society Girl festgenommen. Sie wird mit mehreren schweren Verbrechen in Zusammenhang mit dem flüchtigen Ex-Bodyguard Jack Taylor in Verbindung gebracht. Du hast ganz schön Ärger am Hals, was, Taylor? Und wer bist du? Sam Late, ehemals Privatdetektiv. Heute bin ich Großstadt-Cowboy. Und wieso hilfst du mir? Weil das verdammt nochmal mein Gebiet hier ist. So ein Schwachkopf von der Larry Gang hat hier nichts zu suchen. Und was genau unterscheidet deine Leute von der Larry Gang? Seit wann unterscheiden sich Menschen voneinander? Lass mich das gleich klarstellen, Marty. Bin nur hier, um mit dir über Dave zu reden. Alles andere schlag dir bitte gleich aus dem Kopf. In der letzten Zeit frage ich mich manchmal, wie weit er bereit ist zu gehen. Marty, ich glaube, er ist bereits viel zu weit gegangen. Was bleibt dir am Ende, wenn die Gesetze aufgehoben sind, wenn es keinen Unterschied von Gut und Böse mehr gibt, wenn Tod und Leben immer näher zusammenrücken? Was bleibt dir? Ich sag dir das nicht gerne, aber Taylor bleibt so oder so ein Verbrecher. Herrgott, er hat auf einen Polizisten geschossen. Er ist verstört und einsam, Marty. Wie würdest du reagieren? Er hätte niemals fliehen dürfen. Was hat er zu verbergen? Darum geht es nicht. Stell dir die psychische Belastung vor, mit der er schon immer zu kämpfen hat. Schon immer? Was meinst du damit? Ich hätte das nicht sagen dürfen. Wenn du willst, dass ich dir helfe, musst du ehrlich mit mir sein. Was weißt du über Jack Taylor? Nur das, was die Medien berichten. Er war Daves Bodyguard und wurde mit den Anschlägen in Verbindung gebracht. Seitdem befindet er sich auf der Flucht. Seine Karriere als Bodyguard begann bei dem Schauspieler Tony Lee. Aber Tony Lee wurde von einem verrückten Fan auf offener Straße erschossen. Jack ist mit seinem Versagen nie wirklich fertig geworden. Seit Jahren plagen ihn Schuldgefühle. Du kannst dir vorstellen, was in ihm vorgegangen sein muss, als er annahm, dass jemand hinter David Grays Leben her ist. Er versucht also, seine Schuld an Tony Lee wieder gut zu machen, indem er selbst Nachforschungen über den Anschlag an David Gray anstellt? Ich glaube, deshalb ist er weggelaufen.
Weiß ist schwarz und schwarz ist weiß. Zwei Schauspieler, zwei Verbrechen. Mein Schicksal. Dieses ewige Gesetz schien mich zu verfolgen. Zwei Frauen, die eine blond, die andere mit dunklen Haaren. Die eine im Gefängnis, die andere frei. Meine Gedanken drehten sich nur noch im Kreis. Wann war der Sinn meines Einmannfeldzugs verloren gegangen? Hatte es je einen gegeben? Je länger ich darüber nachdachte, desto mehr wurde mir der entscheidende Moment bewusst. Der Stalker Steve war es gewesen, der meine Handlungen in die entscheidende Richtung gelenkt hatte. Er hatte Antworten für mich und ich suchte nach ihm. Doch genau wie die Antworten war Steve selbst wie vom Erdboden verschluckt. Ich beschloss, mir Hilfe zu holen. Du willst wirklich rausgehen, Jack? Ich muss Steve finden. Was versprichst du dir davon? Steve ist krank. Er ist Stalker und er ist gefährlich. Deshalb muss ich ihn finden. Und wo willst du anfangen? Ich weiß es nicht. Aber ich kenne jemanden, der es weiß. Ich hätte nicht gedacht, dich so schnell wiederzusehen, Jackie. Ich brauche deine Hilfe, Late. Schon wieder? Wird langsam zur schlechten Gewohnheit. Es gibt da etwas, das ich zu Ende bringen muss. So, so. Und was habe ich davon? Wenn du mir hilfst, wird sich die Larry Gang wieder in ihren Löchern verkriechen. Und dann gibt es nur noch dich und deine Leute in dieser Gegend. Du weißt, wie du mich ködern kannst. Das muss ich dir lassen. Wo finde ich Steve McFame? Jetzt wird's spannend. Du hast Glück, dass du an mich gerätst. So? Warum? Die hängen ihm am Arsch. Wollen ihn in die Klapse stecken. Aber so weit wird es nicht kommen. Und da bist du dir sicher? Oh ja. Weil wir nämlich gut auf ihn aufpassen.